wie es aussieht, ja. So, der ist hin. Ich fände es ja cool, wenn ich nochmal ein Level steigen würde. Aber ist das alles symmetrisch angelegt und ich habe es nur noch nicht geschnallt? Wahrscheinlich ist hier dann genau das Ende, oder? Nein, hier sind auch noch weitere Computer. Habe ich jetzt eh schon alle? Nö, da kann ich nicht raus. Okay. Gut, eine Zeitbombe. Ist aber noch nicht die letzte, oder? Nö. Aber ich dürfte jetzt so ziemlich... Also hier habe ich jetzt alles gefunden. Nein, 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 nein. Abwehr von Ark nimmt ab. Das ist gefährlich. Warten wir lieber, bis die Abwehr wieder zunimmt. Weil ich will ja nicht sterben. Verständlich, oder? Eigentlich könnten wir auch eine... Ja, komm, wir nehmen eine Knolle. Wir gönnen uns mal eine Knolle. Hier so eine gute Götterknolle. Ja. Weil ich meine, wir haben ja genügend davon. So, wie viel heilt die? 7 und 7 ist 14. Dann können wir so eine auch noch nehmen. So, gut. Und jetzt sind wir wieder fast voll. Zack. Bist hin. Das ist schön. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier keinen Computer vergessen habe. Ich denke, hier müsste ich alle haben. Das muss ich sagen, das gefällt mir jetzt ganz gut, dieses Luftschiff. Ich meine, das Einzige, das Wackeln ist etwas nervig. Aber hier, dass man hier die Computer mit Bomben bestücken muss und dass die Gegner vor allem alle so leicht sind und man trotzdem gut trainieren kann. Das, ja, das ist mir wichtig, Leute. Weil ihr wisst, wie sehr ich manchmal mit Gegnern zu kämpfen habe. Ich glaube, ich habe mich jetzt maßlos verlaufen. Wir gehen wieder nach oben, komm. Da oben haben wir nämlich schon alles. So. Wir gehen hier raus. Oder? Ja, doch, hier könnten wir... Ja, hier sind wir theoretisch richtig. Weil wir müssen nämlich hier zu diesem lustigen Flügel da drüben. So, und raus da. Aber schnell. Schnell wie der Wind. Und hier wird noch irgendwo... Genau, hier ist ja noch ein Computer. Das ist also ein Computer. Ark, legt eine Zeitbombe. So, wir haben es geschafft. Ark, leg hier eine Bombe. Sag mir, Ark, wenn das hier vorüber ist, was hast du dann vor? Ich weiß es noch nicht. Momentan bin ich zu sehr damit beschäftigt, zu überleben. Verstehe. Aber wir werden bald am Ziel sein. Das ist schön. Wo muss ich jetzt hin? Ich gucke hier rüber. Ach, hier ist nur ein Aus... Ich... Mir fehlen die Worte. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, haben wir jetzt verbraucht, versehentlich. Jetzt ist nur die Frage, wo sollen wir jetzt hin? Aber ich vermute mal, wir sollten auf die Brücke gehen. So. Erstmal schnell alle Gegner getötet, so wie es gehört. Und wir könnten eigentlich jetzt wieder die Zauberschatulle auswählen. Weil die Bomben haben wir jetzt alle verbraucht und deshalb können wir wieder die Zauberschatulle auswählen. Sehr schön. Ah, und oben ist eine Tür aufgegangen, wie man es... Oder nee, Blödsinn. Das war jetzt ein Schwachsinn. Die ist vorhin auch schon da gewesen, oder? War die jetzt vorhin schon da? Ja doch, Blödsinn, da kommt man raus. Jetzt ist nur die Frage. Wir laufen hier hoch, weil hier haben wir das letzte Mal Roy gesehen, beziehungsweise wo müssen wir jetzt hin? Das ist eine gute Frage, ne? Was hier? Nö. Wahrscheinlich einfach wieder zum Anfang zurück. Nein? Schießt nicht auf mich. Ich habe euch gar nichts getan. Also ein bisschen was vielleicht. So. Nur weil ich euer Luftschiff sprengen will, müsst ihr ja hier nicht so böse sein zu mir. Oder? Das muss doch nicht sein. Ja gut, wir gucken wieder zum Anfang, das ist wahrscheinlich das Richtige. Roy hat, oder nee, der Füder hat irgendwas gesagt, aber ich habe es mir natürlich nicht gemerkt, was Füder gesagt hat. Deshalb, naja, weiß ich es einfach nicht mehr. Ja, und ich merke gerade, es ist ja doch alles sehr symmetrisch angelegt, hier das Luftschiff. Ja, es ist sehr symmetrisch angelegt. Alter, mach das nicht, Gegner! Habe ich gar nichts getan. Noch nicht. So. Warum ich die hier auch immer getötet habe, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. So, was hier? Ich will wieder runterspringen. Aber da unten gibt es einen Exit. Kann man da nach unten? Nö. Huch. Will hier runterspringen. Nö, geht nicht. Habe ich jetzt einen Fernzünder mit den Bomben? Wo sind eigentlich jetzt meine ganzen Freunde? Wahrscheinlich müssen wir hier erstmal den töten und den natürlich auch töten, meinte ich natürlich. Nicht mich angreifen, Freunde.
habe ich nichts getan. Noch nicht, haha. Obwohl, ich habe schon was getan. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass ich euch was tun werde, wenn ihr mir in die Quere kommt. Warum kommt ihr mir dann jetzt immer in die Quere? Ich verstehe es nicht. Ihr seid so unbelehrbar, ihr seltsamen Gegner. Wieso seid ihr so unbelehrbar? Hm? Ich habe schon wieder ein Level up. Okay, also hier kann man sehr, sehr, sehr gut leveln. So, dich vernichten natürlich auch noch. Und dich erst. So. Gut, ich gehe mal nochmal in den vorderen Bereich. Wahrscheinlich ist der vordere Bereich der richtige. Wo wir vorhin waren. Also hier nicht der, sondern hier nach oben. Und hier ganz durch nach oben. Würde zumindest logisch klingen. Huch, nein. Dich töten wir natürlich auch. Weil das sind als einzige diese großen, böse anmutenden Roboter. Die meinte ich. Die nach einmal kaputt sind, aber die mir meine Abwehr relativ vernichten können. Ja, das ist sehr gefährlich. Und kommt Gold raus? Nö, kein Gold. Schade. Und nach oben. Gut, hier. Das Sicherheitssystem erfasst Arc. Das ist schön, wenn mich das Sicherheitssystem erfasst. Da bin ich sehr froh drüber, weil dann wissen... Muss ich da noch irgendwas machen? Nö. Dann wissen die zumindest, dass ich da bin. Das ist mir sehr viel wert, wenn die wissen, dass ich da bin. Sie sollen schon wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wer derjenige ist, der das Schiff auseinandernimmt, denn es ist Arc. So, und hier oben vielleicht? Aber da kann ich ja nicht raus, oder? Kann ich da wohl raus? Nö, da kann ich nicht raus. Da kann ich nicht raus. Und ich frage mich jetzt echt, wo ich hin muss. Also es ist jetzt echt ein bisschen... Da kann ich nicht raus. Ja, jetzt bin ich echt verwirrt. Also... Entweder ich habe irgendwas übersehen. Habe ich im Menü vielleicht irgendeinen Fernzünder? Was ist das? Empfänger. Kommunikation über weite Strecken. Kanalschlüssel. Drachenanker. 5 Holzklötze haben wir immer noch, 9 Briefe natürlich, aber was habe ich übersehen? Ich weiß nicht, irgendwas habe ich übersehen. Glaube ich zumindest. Aber ich glaube, hier ist es nichts. So. Nein? Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Hier haben wir zu guter Letzt den Defeater gesehen, aber da waren wir ja vorhin auch schon, oder? Da war ja dann auch nichts. Ich muss wahrscheinlich irgendwo runterspringen. Frage ist nur, wo ich runterspringen kann und wie komme ich hier raus? Das weiß man auch nicht so genau. Na gut. Dieser symmetrische Level der Unsymmetrischkeit. Autsch, die haben mir wehgetan noch. Beim Rausgehen haben mir die noch wehgetan. Jetzt ist echt nur die Frage... Huch, oh, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Das passiert mir hoffentlich nicht öfter. Nee, da kommen wir wieder runter. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich weiterlaufen, oder? Wie war das weiterlaufen? Oh, da! Arc, hast du alle Bomben gelegt? Klar. Alles klar, ich lege den Schalter um. Flüpp. Oh, oh. Und man hört Explosionen. Nun müssen wir nur noch fliehen. Ihr Narren, gebt auf! Das war Beruga. Es kam vom hinteren Deck. Schnell, runter da! Ah ja, da, stimmt. Ich muss zugeben, dass du dich recht tapfer geschlagen hast. Doch vergiss nicht, dass ich Wissenschaftler bin. Du scheinst zu denken, dass ich keine Chance zur Flucht mehr habe. Du denkst sehr naiv. Nimm beispielsweise meine Stiefel. Es sind Jetboots, mit deren Hilfe ich fliegen kann. Naive Leute wie du sind nicht in der Lage, so etwas zu verstehen. Doch bevor ich gehe, sollst du noch etwas erfahren. Der Raketenantrieb wurde vom Computer gesteuert. Doch nun, da alle Computer zerstört sind, wird der Antrieb versagen. Nicht ich bin es, der gefangen ist. Bald schon wird das Reich meines Herrn kommen. Eine Welt ewigen Lebens steht vor ihrer Geburt.
Ja. Was? Oh oh. Wow, und oh oh, er vermaledeckte. Und er wurde von diesen lustigen. Oh. Das war ein kurz rot blinkendes Bild. ja, das war kurz gut. Beruga wurde von seiner eigenen Maschine gerichtet, welche ein Ende für das größte Genie der Menschheit. Grausam. Das Schiff wird bald seine Flugbahn verlassen und abstürzen. Wir sind verloren. Es gibt keine Rettung. Doch, vielleicht. Ark, schau, eine Möwe. Sie ist hier, um uns zu retten. Das kann nicht sein. Wir fliegen über 10.000 Meter hoch. Keine Möwe kann so hoch fliegen. Vielleicht haben die anderen es nicht bis hierher geschafft. Was? Was? Verstehe ich nicht. Ark, flieh mit der Möwe. Warum sollten wir alle sterben? Nutze die Chance. Roy hat recht. Wir helfen uns schon. Wir haben eine Chance, den Sturz zu überleben. Menschen halten einiges aus. Ja, und sie ging ganz gemächlich. Achso, sie lassen mich nicht mehr rein. Möwe! Fieps, fieps, Treller. Pff. Ja, komm. Fieps, fieps. Schön. Und die Möwe? Achso. Odemfels? Wir erinnern uns. Wie? Was passiert hier? Die Erde bebt. Und ein... Oh. Das war dann wohl das Luftschiff und unsere Freunde. Das Licht der Apokalypse. Dies ist der Erde letzter Tag. Oh mein Gott. Gott, jetzt sei nicht so, ja, so. Oh, Opti-Fieps, hallo, fieps, fieps, fieps. Was sagst du? Das Licht wies in Richtung Südamerikas. Vielleicht eine Rakete oder ein Meteorit. Das muss das Ende sein. Okay, Südamerika. Also okay, es war nicht das Luftschiff, zum Glück. Die entkommen schon irgendwie, meine Freunde. Es war irgendetwas anderes. Und wir sind, wie es aussieht, wieder in Australien gelandet und deshalb werden wir ganz schnell in die Goldküste gehen und hier ins Hotel. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich brauche ganz dringend mal wieder eine kurze Pause, ja. Doch, wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich, Leute. Tschüss. So und so schnell sind wir auch gleich wieder zurück hier bei Terranigma in der Ja. Und wir werden jetzt in dieser Folge, bevor wir zum Endspurt ansetzen, werden wir natürlich noch, ah, ihr habt euch das wahrscheinlich habt ihr es nicht geglaubt, wie ich gesagt habe, wir lassen das mit der Städteentwicklung. Nein, wir lassen das natürlich nicht, wir werden die Städteentwicklung natürlich fortführen, beziehungsweise zu Ende führen und dazu, ja, muss ich fairerweise sagen, ich habe es mir kurz durchgelesen, was wir denn alles Schönes machen müssen, beziehungsweise ich habe das hier bei mir liegen und ja, genau das werden wir jetzt machen. Und einfach nur, damit wir es gesehen haben, es bringt nicht sehr viel die Städteentwicklung, bis auf ein paar Dinge. Ja, ein paar Dinge bringt's, aber nicht sonderlich viel. Aber wir machen es einfach, um dem Spiel einen gewissen fast 100% Touch zu geben. Wie gesagt, nur fast, weil es ist nur fast, ja. Aber naja, als erstes reisen wir auf jeden Fall hier nach Europa. Also wieso nur fast, weil so einfach. Es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar Kristalle, die wir nicht gefunden haben oder die wir auch nicht mehr finden werden. Und deshalb, naja, ist es eben nur ein fast 100% dann. So, und zuallererst, damit wir hier, wir müssen auf jeden Fall Seeheim wieder aufbauen. Ja, und deshalb haben wir diese Briefe erhalten. 9 an der Zahl und wir werden jetzt diese Briefe verteilen. Nämlich zuallererst in Loiret, wie wir hier sind. Und zwar können wir hier 4 Briefe verteilen. Und zwar, ja, schauen wir mal durch, wer hier alles einen Brief bekommt. Natürlich auch der Pierre, der bekommt einen Brief und der wird gebeten um Spenden für die Goldküste. Was ist das für ein Brief in deiner Hand? Von einer Freundin? Oh, nö, wow, einigen geht es ziemlich gut. Ich werde auch spenden. Es ist nicht sehr viel, aber einigen geht es ziemlich gut. Nicht, wahrscheinlich heißt das nicht sehr gut. Ich werde auch spenden. Es ist nicht viel, aber komm, Kleinvieh macht auch Mist, oder? Super, und wir haben einen Brief. Kleinvieh macht auch Mist, oder? Ja. Und da waren es immer noch 8 Briefe. So, dann gucken wir mal, wer ist hier. Marcel, ja, Marcel will natürlich hier, unser Künstler, der kann natürlich wahrscheinlich auch spenden, beziehungsweise wir fragen mal, was ist das für ein Brief? Eine Stadt zerstört durch Feuer? Aha,
Eine Stadt in Not. Ich habe jetzt genügend Taler beisammen. Ich schicke etwas Geld, damit die Stadt wieder aufgebaut wird. Ja, danke Marcel. Das ist sehr freundlich von dir. Gut, also dann haben wir schon zwei Briefe los. Wir werden alle neuen Briefe abgeben. So. Ach, und diese Stadt, stimmt, die ist ja so riesig. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß ja jetzt nicht auswendig, wo die ganzen Geschäfte sind, wo wir hin müssen. Da ist übrigens unser Haus drin, das werden wir nicht aufsuchen. Wobei, nee, wir müssen kommen in normale Wohnhäuser. Diese Leute können wir natürlich nicht fragen. Die sind ja selber so arm. Aber hier, Touristencenter. Müssen wir denen... Ja, viele bla bla bla. Und wir werden auch in jeder Stadt, wo wir jetzt noch sind, werden wir nochmal kurz unsere Kamera herzeigen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir die schon überall hergezeigt haben. So, genau. Ahola gehen wir weiter, Liberita gehen wir weiter, Seeheim gehen wir weiter und natürlich auch die Goldküste gehen wir weiter. Ja. Sehr schön. Gut, weil die Goldküste, glaube ich, haben wir noch nicht überall hergezeigt, aber naja. So, und wir haben den Brief wieder ausgerüstet. So. Und hier die Schneiderei von Mary. Achso, nein, ich möchte... Nein, hallo, lass das. Ich will doch nicht hier Kleidung kaufen. Ich will mit dir sprechen. Dieser Brief, du meinst doch nicht... Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten? Oh mein Gott. Oh, 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 ich verstehe. Also unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Ja, und wir haben einen weiteren Unterstützer gesammelt für den Wiederaufbau von Seeheim. Ist das nicht ein gutes Gefühl, wieder zu helfen für die Entwicklung der Menschheit? So, und dann gucken wir noch hier rein zum Winzer. Weil der macht natürlich auch viel Geld. Warum trägst du diesen Brief bei dir? Bist du ein Postbote? Was? Eine vom Feuer zerstörte Stadt? Oh mein Gott, das ist furchtbar. Ich werde etwas zum Hilfsfonds für den Aufbau der Stadt beisteuern. Ja, das ist sehr nett. Danke dir, Kellner. Nun gut. Ah ja. Okay, also er wird etwas beisteuern. Das ist gut. Und Liberita, weil wir gerade hier sind, Liberita ist schon das Maximallevel, was die Stadt erreichen kann. Also wir haben hier schon alles erreicht, was wir erreichen können mit Liberita. Und jetzt gehen wir nochmal kurz durch den Zoll, weil wir einfach schon so lange nicht mehr durch den Zoll gegangen sind, der jetzt weg ist, weil offene Grenzen für Europa. Hey, kein Zoll mehr, wunderbar. Gut, und wir gehen nach Ahola. Denn hier haben wir auch immer noch das Problem, dass wir hier... Ja... Dr. Emilios Freund fand auf dem neuen Kontinent ein Fiebermittel. Er verteilt es kostenlos an die Rezeption. Dr. Emilios Freund wurde gefunden. Der Doktor scheint glücklich zu sein. Dr. Emilio ist ein guter Arzt. Er behandelt die Armen kostenlos. Also wir werden hier jetzt mit allen Leuten sprechen. Columbo fühlt sich viel besser. Er ist gerade hinausgegangen. Ich sagte ihm, er solle sich ausruhen, doch er liebt Bewegung. Als ich von Neo-Tokyo sprach, wurde Columbo sehr nervös. Ich hoffe, dass er keine dummen Sachen mehr anstellt. Ach weh, Columbo stellt doch keine dummen Sachen an. Tut mir leid, aber jedem steht nur eine Ration zu. Okay. Stimmt, wir haben ja immer noch das Fiebermittel, was wir auch immer damit machen können. Ich habe keine Ahnung. Wir werden hier mit allen Leuten sprechen. Die Königin von Spanien regierte einst im Schloss Toronia. Sie drehte durch, nachdem ihre drei Söhne auf einem Schiff starben. Ja, das wissen wir schon. Aber wir haben leider mit den ganzen Personen schon gesprochen. Wir müssen weitersprechen. Ich floh aus Spanien, den angrenzenden Land. Es war der reinste Horror. Ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht. Ja, nicht verstanden. Aber meine Frau und mein Kind, oh mein Gott, sie sind gestorben. Hast du es gehört? Ein Schiff läuft aus zum neuen Kontinent. Columbo zeigte uns die Route zu dem neuen Kontinent. Was ist mit dir? Du willst essen, unsere Spezialitäten sind gegrillte Sardinen. Was meinst du, willst du sie mal kosten? Ja, würde ich gerne. Komm, gib mir gegrillte Sardinen. Okay. Sie bietet mir sie zwar an, netterweise, aber ich kann sie nicht kosten. Das ist sehr böse. Das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Ach, guck mal, da haben wir irgendwann mal fürs Zimmer gezahlt, weil wir wahrscheinlich nur speichern wollten. Und haben aber noch nicht übernachtet. Ich glaube, das holen wir jetzt nach. Komm, oder holen wir das jetzt nach? Ja, legen wir uns mal schlafen. Wir haben es uns verdient. Du. Ja, guten Morgen. Super. Ei, ei, ei. So, was sprichst du?
Aholes Spezialität sind frische Sardinen. Ich weiß, danke. Was sprichst du? Du warst auf dem neuen Kontinent. Erzähl, ich will ihn auch sehen. Ja, wirst du. Früh genug.